denen die 20 Euro geben kann. Ich habe mein Geld schon so gestern drauf gehabt. Ja, schick mir einfach eine Nachricht mit der E-Mail-Adresse, dann mache ich das heute Abend hoffentlich noch. Weil ich will es nicht so schnell wie möglich hinter mich bringen, dass ich da sagen kann, hier, ich habe gezahlt. Ja, schreib's einfach. Ja, natürlich kann ich machen. Weil ich muss nicht auch noch nachgucken, ob mein PayPal-Account dafür jetzt freigegeben ist. Muss ich auch nachgucken. Dann will ich das nicht heute noch machen. So, Tierchen, wie viel Narkobären hast du jetzt? Also ganz ehrlich, mein Triceratops ist die pure Fahrmaschine für Narkobären, ne? Ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit schon wieder... Ja, hat Laguna auch schon gesagt. Einen Sattel könnt ihr schon herstellen. Ja, sonst könnt ihr auch schnell euch einen Stegosaurus noch holen. Ihr habt ja einen Sattel dafür. Jo. Guck ich mir dann an, wenn wenn ich den Stream abgeschaltet habe. Weil muss ja nicht jeder jetzt sehen. Mal nachdenken, was wollt ihr machen? Ach ja, das wollt ihr machen. So, mal gucken, wie viel Fleisch ich jetzt wieder machen kann. Nee, eigentlich nicht. Du musst dann absteigen, wenn du unten bist. Pass auf mein Flugsaurier auf, nicht dass er stirbt, habe ich nicht keinen Bock drauf. Ja, aber du musst auch bedenken, du verbrauchst keine Ausdauer. Er fliegt von selbst. Du kannst über alle Bäume fliegen. Ich glaube, er verbraucht auch zur Ausdauer, wenn du schnell fliegst. Musst du mal nachgucken. Das ist oben rechts über dem Vieh, über deine Zeug ist da oben rechts, was er hat. Auf der rechten Seite, ne? Und ich bin Level up. Schon wieder. Jetzt bin ich Level 27 schon. Also es geht eigentlich ruckzuck. Wenn ich 300 Gewicht habe, gehe ich noch viermal auf Health und danach gehe ich auf, ja, vielleicht auf Food. Ja, kann man, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre, kannst du mal reingucken. Guck mal in sein Inventar rein, dann siehst du's. Doch. Ich glaube, du müsstest, wenn du während du fliegst, kannst du auf ihn drauf stehen bleiben. Ja, sicher, sicher, ne? So, verfaultes Fleisch ist fast alles weg jetzt. Ich hab nur 15 verfaultes Fleisch.
Und nochmal 41 Narkotik. Weißt du, wie man Sachen sofort rausschmeißen kann, ohne dass man Drop-Item drückt? Ah. Keine Ahnung. Ach so. Er landet nur, wenn du abgestiegen bist. Okay. Keine Ahnung. Schon mal nachguckt wegen seiner Ausdauer vielleicht. Dass er vielleicht seine Ausdauer verloren hat. Oh Scheiße, ey. Wer mein Vieh stirbt, ich bring dich um. Ich lese gleich, mein Vieh stirbt, ey. Wie gesagt, auf Ausdauer geachtet. Dann macht das bitte schnell, ich will nicht ihn am Leben haben. Und nicht tot. Gut. Nein, nicht das da rein. Achte auf seine Ausdauer. Genau. Ich wette mit dir, der Blitz war nämlich leer und deswegen ist er runtergegangen. Deswegen guck. Ah, das ist schon mal positiv. Aber er hält sich ja von selbst sowieso. Und guck mal drauf, wie viel Fleisch er verbraucht. Das kann. Ja, ich wollte gerade sagen, guck lieber drauf nach, wie viel Fleisch der hat. Weil nämlich, ich glaube, dadurch verbraucht er mehr Fleisch, wenn du reitest. Kann gut sein, deswegen achte lieber drauf. Ne, falsch. Ist vielleicht ein bisschen bescheuert, die ganzen Truhen extra für andere Sachen reinzutun, aber irgendwie ist es auch ganz gut, weil wenn du nicht nur eine bestimmte Sache brauchst und du es in verschiedenen Truhen reingejagt hast, dann ist es auch scheiße. Oder nicht? Ja, wir sollten auch ein Dinosauriergehege vielleicht ein bisschen bauen. Dinosaurier-Ding. Sicher ist sicher, damit die auch, oh, hier ist ein Flugsaurier schon wieder. Damit die auch was zu fressen haben. Da gibt es ja auch Futtertrüge, habe ich gehört, hat Laguna gesagt. Und die sollten wir auch noch bauen am besten. Damit wir dann nicht jeden Tag da Fleisch für die sammeln müssen. Ja. Verstehe ich. Sicher ist sicher. Aber überleben soll er schon. War eine Mühe, nämlich den gestern wieder zu erfarmen. Okay, jetzt ist kein Problem, nochmal mir noch so einen zu holen, ne? Aber trotzdem, es wäre schon ärgerlich, jetzt wieder einen zu verlieren, den mir jetzt wieder mühsam aufgelevelt hat. Und so, ne? Okay, mühsam nicht wirklich, er stand hauptsächlich nur rum. Aber trotzdem, es wäre schon ärgerlich. Oh, jetzt komm du doch nicht zu nah, Mensch. Ich will dich doch nicht angreifen. Ja, okay, es geht also nur über mich. Das dachte ich mir aber schon. Ja, ist ja ein Tribe-Mate, ne?
Zum Beispiel der Triceratops ist auch nicht gerade das Schnellste. Ich habe ihn gerade drüber nachgedacht, mir vielleicht einen Stegosaurier zu erfarmen. Aber am besten nur mit hohem Level. Kann ich dir auch sagen, warum. Habe ich gestern nicht bemerkt. Mein Triceratops, den ich zuerst getamed habe, ne? Der hatte Level 12. Hat 30 EP bis zum nächsten Rangaufstieg gebraucht. Jetzt kommt der Gag. Der Triceratops, den ich gestern getamed habe, war Level 4. Genau das gleiche. Also heißt es, ist scheißegal, welches Level du machst. Am besten gleich so hoch wie möglich. Das stimmt schon, aber trotzdem levelst du gleich schnell hoch, als wenn du einen anderen wieder fängst. Verstehst du? Umso höher das Level, umso mehr Punkte hat er schon vergeben, aber du hast genau das gleiche EP-Volumen wieder. Das meine ich nämlich. Gewicht. Doch, 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 doch. Dumme. Ja, natürlich, aber bloß Gewicht, damit er. Später kriegst du noch schwere Rüstung und deswegen braucht er auch Gewicht. Der muss ja auch noch sein Fleisch mit sich führen. Das muss ja auch noch. Noch einer? Ja, gut. Ja, ist zwar nicht viel, aber trotzdem, ist schon wichtig, meiner Meinung nach. Kannst du mal nachgucken, was es kostet, einen Stegosaurier am Sattel zu bauen? Ich denke gerade echt drüber nach, einen Stegosaurier zu fangen. Ja, scheiße. Weil Lagunas Sattel für seinen Flugvieh braucht nämlich 180 oder 150 Chitin allein. Da kannst du dir vorstellen, dass das lange dauern wird, ne? So, weißt du, was das Geile jetzt ist? Ich brauche keine Narkobären mehr sammeln. Bin fertig. Komm beim Stream. Ich habe den sogar gehört. So, das Gute ist, ich muss jetzt keine Beeren mehr sammeln. Jetzt sind die Beeren nämlich scheißegal.